der Bitter, euer Stuckateur. Ich war im Urlaub gewesen und das war im Grand Water World in Makadi, also in der Nähe von Hurghada, in Ägypten, Hurghada. Ne? Und am letzten Tag, weil ich hatte 14 Tage quasi ihr Handy aus, das war echt schön. Ich habe das mit meiner Familie genossen, die Zeit, die Ruhe, das mit den Kindern hin und her und rutschen und Spaß haben, Pool, Meer, Tauchen, Kamel, was auch immer die angeboten haben, haben wir genossen. Und ja, das ist keine Empfehlung, dass ihr dahin fahren sollt. Ich wollte euch nur mal die Anlage zeigen, wo ich meinen Urlaub verbracht habe. Und ja, zeige ich mal die Anlage. Mir hat es persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es gibt manche Leute, die waren da, denen hat es nicht gefallen. Haben wir mitbekommen, die haben sich beschwert, da war da immer, keine Ahnung. War mir auch scheißegal. Wir haben uns richtig gut erholt. Und das wollte ich einfach, ich bin einfach nur mal durch die Anlage laufen. Könnt euch ja mal ein Bild machen über die Anlage Grand Water World in Makadi, also in der Nähe von Hurghada in Ägypten. Und ja, wer Bock hat, guckt rein. Wer keinen Bock hat, guckt weg. Wer vielleicht mal in die Anlage fahren möchte, also nach Ägypten dahin, kann sich das ja reinziehen. Und ja, wer vielleicht Ägypten kennt, wer schon mal da war und die Mentalität der Leute genossen hat und. Also wie gesagt, uns gefällt es, wir waren zum 7. Mal da. Und ja, und wir hatten eine richtig, richtig erholsame Zeit. Und ja, wir sind wieder hier, müssen wieder arbeiten. Der Alltag hat uns eingeholt. Ne? Viel Spaß bei dem Video. Ach, die Sonne steht, hat wieder Bochen. Hey, nun seht ihr, himmelblau, geil. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Anlage im Hotel, wo ich war. Das ist der letzte Tag. Wir haben nur noch 2 Stündchen. Die Kinder sind am Pool. Meine Frau ist mit denen da. Ich sage, weißt du was? Vielleicht hätte ich ein Interesse, nach Ägypten zu fahren, zu fliegen. Und da zeige ich dann ein bisschen. Also fange ich direkt an. Der Jens Hinge, der wäre ich. Da geht jetzt zur Lobby. Hier kannst du überall sitzen, essen, trinken. Ja? Und jetzt drin mache ich einen Schwenker. Hier ein bisschen was für die Pens, da können die ja, Bezahlfotos hier sich malen lassen. Weil jetzt fliegt hier dahin, ein bisschen sieht er das Blaue dahin. Das ist Pool, Pool, Pool. Und da hängt halt mehr. Auch geil, alles geil. Ne? Richtig gut. Und jetzt nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Ich mache drück zwischendurch einfach so Pause. Ja, zeige ich euch das. Ne? So, hier ist abends Cocktails trinken. Ne? Jetzt drehe ich mich noch so rum. Und hier ist mehr immer Live-Musik, einer manche. Jeden Abend ist Live-Musik. Hey, Crepes und Sweets. Nehme ich jetzt mit. Mal Pause, Moment. So, sind wir wieder. Und das ist hier, hier kannst du dir, hier kannst du dir, willst du mit? Willst du nicht? Der will nicht mit drauf. da kannst du dir Kaffee, Tee, kannst du dir holen. Oder für das ist eine Eismaschine, da kriegen die Kinder Eis. Ne? Und das machen die dann. Hier steht noch nichts. Da ist die Eismaschine. Ne? Hier steht dann normalerweise immer Nutella, Erdbeersaft und sowas alles. Hier sind dann die Dinger drin, der Mette, hier Crepe und alles. Ne? Das ist schon schön. Da kannst du dich überall hinsetzen. Ist immer, also wirklich, ist schon geil. Jetzt zeige ich euch in so eine andere Perspektive. So, das ist jetzt quasi die Ecke rum von dem kleinen Restaurant. Und seht, der Wasserspielplatz für so. Ich sage für zwei, also sagen wir ganz kleine Kinder mit Pampers, die können schon rauflaufen. Und ja, so 7, 8 locker und hier durch. Ein Riesending. Wenn da das Wasser um 10 Uhr jeder immer an, die haben so bestimmte Ziege. Und hey, da ist hier, los, hey, da ist hier über alles am Wert, die ganze Wasserspritze, die Pension am Jahre. Ja, da oben Andi hat zum Spielen, ne? So, da ist so ja Rollstuhl recht, Behinderten hier recht, hey, ne? Hey, Elevator, hey. Ich bin hier Englisch am Lernen, da glaubst du ja nicht, ne? So, hier ist die Plattform. So, da hingen, ich muss, da ist die Poolbar, da schwimmst du an das Beck, an dem Ding dran, setz dich in, im Wasser, ist ein Hocker, bestellst du Bier, ey, voll geil. Hier unten nochmal ein neues Restaurant, das hätten wir mittags ab. Kriegst du leckere Bolognese, das war bis jetzt das beste Essen. Eine griechische Salat hat meine Frau immer gegessen. War auch gut in Ägypten, eine griechische Salat. Das zählt alles, ne? Ja, überall liegen, ne? Wir wohnen
quasi in der Ecke da hingen. Riesenzimmer, sehe ich auch noch uns. Riesenzimmer, voll geil. Also wirklich, geile, wirklich ein geile Anlage. Ne, bis jetzt. Et Esse, Geschmackssache, aber die meiste, also Esse, 5 Sterne ist das nicht. Aber man finke immer jetzt. Und ich drücke schon so Pause jetzt wieder. So, jetzt bin ich hier. Da hier wird so Cocktails, ne? All-inclusive Cocktails, alles was du willst. Wenn die Kellner das alles holle. Da guckst du, also wie gesagt, die Gebäude, Empfangshalle, die Lobby, das sieht echt geil aus. Kannst du überall hinsetzen, überall was bestellen, kriegst du alles umsonst. Ne? Aber die haben noch Sachen zum Bezahlen. Was kann man erkennen? Da hinten ist der Kebab-Bar, da in dem Bereich. Hör nicht, ich hole sie ab, hey, mach für dich. Der unten sitzt der Löb noch am Frühstücken. Ne? Soll ich das gerade, weil ich immer hier offen bin? Oder immer hier offen bin? Dann ja mal in die Lobby, zeig ich die Lobby. Ist schon geil. Und sie, ach, setz dich einfach hin, trinkst das Kaffee. Noch uns zweimal, dreimal, ne? Ey, richtig geil. Ist das geil. Ey, ich hatte quasi 14 Jahre das Handy aus, ne? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt wieder los, kotz mich da an. So, jetzt bin ich in der Lobby, in der klimatisierten, ne? Hey, diese morgens um 10 Uhr in die Ziege von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr kannst du à la carte Restaurant kannst du bestellen. Was haben wir hier? Eine Mexikaner, eine Italiener, ein Kebabhaus, eine Chinese, noch eine Italiener. Kannst du alles dann bestellen. Ne? So, Hüge ist voll, Hüge ist Abreisetag, Checkout. Machen wir nachher, habe ich jetzt keine Bock. Wir liegen aber deine Dingens. Das ist der Führer, ne? Schöne Lobby. Sieht schön aus. Riesen Ding. Ne? Und da heißt eine Lobby. Die Lobbybar ist hier. Und da kriegst du jeden Tag, wenn du willst, ein Flasche Wasser, 4 Flaschen Wasser. Musst nichts bezahlen. Nur hier für den Latte Macchiato. Das haben die ein bisschen blöd gemacht mit dem Bezahlsystem. Weil wenn du denkst, du buchst all inclusive, ist nicht alles all in. Aber ist ja, man fängt sich so langsam zurecht. Manche beschweren sich hier, manche nicht, so wie ich. Ich bin hier rundum zufrieden, weil ich zeige euch das ganze Paket, was das Hotel hat. Und ja, das ist wirklich, muss ich echt sagen, die Anbindung zum Strand direkt. Das ist, boah, das ist so geil. Ein schönes Riff, ganze Tauchion. Da haben wir einen Oktopus, haben wir gesehen. Boah, ein Riesending. Ey. Manche haben einen Rochen gesehen und so was alles. Also war schon beeindruckend hier und schön, aber wirklich schön. Das schützen die auch diesmal hier. Ne? Also hier wird nichts kaputt geht, oder? Hier. Das ist schon schön. So, jetzt haben wir an die Kebab-Bar. Noch uns. So, schon da hängende Dächer. Alles so schön. So, da haben wir hier. Pass auf, die Jungen. Da wird immer abends gegrillt, alles frisch. Kannst du was holen? Das ist die Pizzastation. Sehe ich jetzt von Norden. Also echt geil. Das ist das Kebab-Haus. Hey, da ist dann auch noch so ein Brück. Sehe ich übrigens gerade. Ah, richtig geil. Immer richtig gut gefallen, weil jeder Kunde hier und jetzt Finger bei dem Schmeck. Natürlich, wenn du jeden Tag derselben Driss frisst. Ne? Da, nun, eine Frau ist am. Ist jetzt noch frisch, ist noch früh, ist noch alles leer. Ne? Aber hey, da ist der Pizzaofen. Ne? Ist schon am Jahrshebel und nicht schlecht. Da unten, also hier in dem Bereich, sind 2 Buffeträume hier und hier in Över. Die haben wir nur am Anfang genutzt, weil wir es noch nicht auskannten. Da sind wir immer woanders hingegangen, weil der Buffet, der Raum, hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, sieht hier die Möglichkeiten, ne? Das ist das Schöne daran. Ne? So, was noch? Boah, meine Tochter war immer hier. Das ist so eine Strudel. Ich sitze noch nicht an. Da läuft einmal. Rund, nimmst du da hingehen irgendwo eine Schwimmreife, der da liegt. Doch, da drauf, mit den schönen Rund. Hey, Kebab Island. Siehst du die Ziege? Kriegst du jetzt essen? Im Moment haben die keinen Schirm ab. Zeichens. Und, auch, und hey, kriegst du überall die Dinge an. Also wirklich, hat schon viel gemacht, ne? Jetzt schon noch keinen Schirm bauen, die da vorne steht, sind die noch zu.
wenn hier Mittagstick ist, gehst du hier rein, alles all inclusive, nimmst du dir so einen Sandwich mit Hähnchenfleisch und Salat. Das war lecker bis jetzt, Pommes haben die gut gemacht, alles all in. Und dann abends haben wir immer jetzt, da kriegst du so eine kleine Tischgrill mit Holzkohle drin, wirklich ist am Feuern. Half Hähnchen kann man sagen, aber Baby Chicken nenne ich das hier. Richtig lecker, richtig gut. Das hätte uns bis jetzt eigentlich vom Essen her, war das so der meiste Geflash, weil das Ganze drumherum war gut. Salat, Brot, Dips, und immer kommt der Tischgrill, also das Essen war heiß, ne? Also schon, war gut. Und die Kellner geben sich Mühe, wirklich, die geben sich Mühe. Also wir hatten ja auch Corona, ne? Die Zeiten nicht, die hatten Corona, die hatten die Corona-Zeit, schwere Zeiten hatten die. Ist ja kaum einer hingekommen, ne? Oh ja. Und hey, da haben schon ein paar Bilder geschickt, ne? Hey, der Flowrider, er ist echt nicht einfach, aber ich glaube, hätte ich jetzt, ich hatte jetzt insgesamt war ich dreimal drauf, und letztes Mal hätte es geklappt, da bin ich nicht aufgestürzt, ne? So, ey, da war ich gut. Ach so, die rötschen Landschaft, hey. Morning. Also wirklich alle nett, hey, ne? Und sie, da sitzt dann hier der Typ hey, mit der Mose, ist ja richtig Action, hey. Das ist geil, das ist richtig Party-Time, hey. Ja, das ist der Rundgang mit der Reife. Die sind halt wieder alle sauber machen, dafür ist der Poolboy drinne. Ah, Vögel zwitschern, hey, die Rutsche, hey, boah, richtig geil. Mit alles mit Reifen, jeder so ein Family-Rutsch. Bin 5 Mann ran. Boah, da hing uns aber der Arsch, da. Alle Male, da hing ab, hey. Richtig geil. Bitte noch verzelle. So. Da sind dann die Reife da. Für die Rinzi und für den Strudel. Ey. Also schöne Anlage, ne? Da darf man nicht so pingelig sein. Die sind hier zwischendurch am Renovieren, am Sanieren. Ey. Dann hört man halt so ein Flex. Oder die sind hier irgendwie am Striche. Das ist Instandhaltung, ne? Das ist ja das Jode daran, ne? Und dann machen die hier sofort, wenn hier Probleme ist. Ich habe mitgekriegt, manche hatten kalt Wasser, dann Dusche. Hey, sofort. Hey, sitze. Da ist er dran. Da sind die Reife. Alles da. Und schön Gebäude finde ich ja nicht mal so schlecht. Hey, und seh, wie die gemacht sind, die Balkone, wa? Boah, richtig geil. Finde ich, also ich als Handwerker, ne? Finde ich ja richtig schön. So, unten angekommen bei der Rutsche. Da sind alle Reifen, Doppelreifen, Einzelreifen, die Familienreifen sind woanders jetzt. Und dann küsse ich an, ne? So, da in der Mitte die 2 dicke sind für die Familienreifen. Und jetzt sehen wir da drauf. Und da waren wir immer. Eine ist dunkel komplett, das ist die da. Die da ist dunkel. Und die ist offen, ne? Richtig gut. Und dann habe ich noch einen. Kannst du jetzt sehen, hey? So, siehst du die da oben? Ey, da stehst du drin. Und dann fiel das ab von der Messe, wie so fast der Looping in dem Teil. Also alles all in dem Preis mit drin. Einfach nur geil, ne? So, und wie gesagt, Rollstuhl gereicht hier, ne? Ich kann mit dem Rollstuhl rumfahren, finde ich auch gut. Ein bisschen nett angeladen, hey, die Zimmer, die ist ja nicht, du ist ja. Ja, du kannst das Ding im Zimmer, du hüpfst da nicht raus. Doch, da ist eine Tür, da ist eine Dürre drin. Und dann kannst du ein bisschen rausschwimmen. Also sind schon schön. Schön, schön, schön. So, dann jedes hier zum Strand. Und dann haben wir hier, das ist animationsmäßig, ist das jetzt für mich nicht der helle Wahnsinn, aber ein bisschen machen die schon. Dann haben die hier das Mexican Restaurant, die Sports Bar, African Bar, German Swiss Bar, die ist leider geschlossen. Warum weiß ich nicht. Also, sie haben 2 Bars nicht ob. Finde ich schade, aber das ist so viel, da brauchst du ja nicht alles. Ne? Ja, hier jede zum Strand. Das ist quasi, wo ich eben war. Tatsächlich. Da oben war ich immer Frühstück in dem Raum. Im Feenhäuser. Und dann haben wir jetzt an der Strand. Ja. Da ist hier direkt der Strand am Hotel. Da ist der Eingang, wo ich eben filmen kann. Und ja. Dusche, ja, nichts Besonderes, ne? Gefühlsdusche. Da kannst du ein bisschen massieren lassen, da hingen. Ein kleines Volleyballfeld. Boccia, Goccia, wie der Tee ist, keine Ahnung, ist mir real. Und, ja, ey, Leute, der stand an. Hast du so ein Koje, schöne Holzliegen. Da kommen dann Matratze drauf, ne? Und, dann, gut, hey, gut in der Boy und sagt, can I help you? Da sag ich, klar, kannst du mir helfen. Und dann mette die Matte drauf, lädt die Handtücher drauf und dann hast du einen schönen Platz für den ganzen Tag. Ne? Und hier Löwe, Kamel,
am Strand entlang können die Kinder beim Kamelreiter durchgehen, ein bisschen Trinkgeld, ne? So, immer an den Strand. So sieht dann ein Koje aus von der anderen Sicht. Ist nicht schlecht, kannst du ein bisschen die Sachen verstauen, so wenn du Kindersache hältst, ne? Eine Schwimmreife flüscht dann nicht sofort fort, ne? Aber das sind die Leute, die liegen reservieren, das jedet ihr auch, ne? Bezahlen dann jetzt, keine Ahnung, damit der Moin das hinlädt, kannst du bis 10 Uhr schlafen, gehst Frühstücke, sag ich jetzt uns, und küsst dann um 1 Uhr lässt sich hin. Ist eine Schweinerei, ich mach die Decke weg. Ne? Da bissen sich die Lücken an, da freue ich mich. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, da lohnen die ein bisschen blöd, aber die dürfen nicht in Lehre reservieren. Aber die Jungs machen das hier, um sich ein bisschen Trinkgeld zu verdienen. Ich habe hier heute ja eine kleine Lohn, und, aber ich schon dann auf den Sack ein bisschen. Ne? Also macht mir Spaß, weil ich habe keine Lust. Ich komme hier ohne Liegen reservieren, komme ich hier hin noch am Frühstück, bin um halbe neun Uhr fertig mit Frühstück und ich bin schon früh auf. Und dann kriege ich auch immer keinen Platz mehr hier für eine EZ 2, 3 und haben mit Benz nicht im Blick. Ne? Hey, da, meine Frau will immer gucken, wo die sind. Und ja, und dann kriegst du da hingen einen Platz, mache ich nicht, Decke weg. Hey, haben auch welche reserviert, Decke weg, Feierabend. Ne? Aber da kostet hey, ne? Und dann ärgern sich die, wenn ich die Decke wegnehme. Die haben bezahlt beim Boy. Und wenn sich einer Beschwerde geht, geht es nicht. Da mache ich mir einen Spaß draus. Ne? So, jetzt drehe ich schließen so ran. So, pass auf. Guck dir das mal anders mehr. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, mit Kellner Tarek. Und ja, hier haben die so ein paar Felder. Zähle ich euch jetzt hier durch, dann so gestoppt. So, ne, da soll man nicht. Coral Area steht auf dem Schild. Ne, können da wahrscheinlich nicht lesen. Und dann haben die das jetzt so aufgesteckt mit so kleinen Bojen und so was alles. Das haben die ein paar Mal gemacht. Hey, deine Felder. Das ist wirklich schön. Richtig schön. Und da kriegst du viel zu sehen. Wie gesagt, wir haben ein paar Sachen, sind ein paar Fische. Richtig schön. Also da musste manche bezahlen hier mit dem Boot. Wenn die da irgendwo hinfahren, bezahlen die richtig Geld dafür. Oder teste hier direkt am Strand. Das ist echt das Schöne daran. Geil. So, vom Strand, die kleine Strandpromenade entlang. Da hinten ist die African Bar. Kriegst du auch Burger, Pommes, Hotdog. Dann haben wir hier Ovens in dem Dinge. Ist ein Riesenraum. Das ist der Showraum. Da wird Ovens Mini-Disco gemacht für die Bands. Und ja, immer ganz nett, aber haben wir kaum Besuch. Ne? Aber ist alles gut. Und hier ist direkt die kleine Bar. Hier ist die Bar. Hier ist die Bar hier unten. Da kriegst du lecker zu trinken. Schön Kölsch. Kölsch, Quatsch. Ne, kriegst du. Das nennt sich hier Stella Bier. Hi. Und die sind alle nett hier, wirklich. Ne? Das ist die Sportsbar. Da sind sie jetzt ein bisschen Tischtennis am Spielen. Kannst du was nehmen? Ja, die Brunnen sind jetzt alle nicht an, aber oben sind die alle an. Beleuchtet, die ganze Laterne an. Und der Oven. Das ist eigentlich die Kaffeebar, die ist jetzt geschlossen. So, kannst du an auf der Terrasse normalerweise sitzen. Warum weiß ich jetzt nicht? Ist ja. Ne, die haben einen Billardtisch, Fernseher, man, die Kinder können da was gucken, dann kannst du den Rau die Bier für trinken. Ne? So, das ist noch eine Terrasse. Hey, Leute, ganz an, hier, da ist sie hier. Kannst du hier abends, kannst du auch schön sitzen. Ist jetzt alles noch nicht gedeckt, ne? Weil ich halt extra gesagt, komm, moin zu uns filmen, da sind nicht zur Verlügung auf jetzt, ne? Ja, wie gesagt. Da ist ein Bar, kannst du Bierchen holen. Hier unten ist ein Toilettenhäuschen, alles da. Noch ein Bar, kannst du Bierchen holen. Oder ein Limo, ein Mezzomix, was auch immer. Ne? Und dann ist das hier der Strand. Wunderschön. Wir sind super zu Wetter, super Klima, super Wetter. Herrlich. Herrlich, kann ich dir sagen. Wirklich geil. Was haben wir denn noch? Ach, jetzt gibt es die Mexican Bar. Und da drüber ist. Italienische Bar. Das sieht dann im Moment so aus. Die mexikanische Bar. Drinnen sitzt ja keiner. Keiner hat Lust drinnen zu sitzen. Ist ja logisch. Schau dir das an. Wie schön. Ne? Wie schön das alles ist. Los Amigos heißt die Bar. Und der Biergarten der Deutsche ist geklostet. Warum? Ist sie ja. Brauche ich nicht. Ja, und so sieht der Weg zum Beispiel aus. Da kannst du eine Promenade entlang hier und an den anderen Hotels vorbei. Kannst du dir uns angucken, wie die sind. Wunderschön. Da hast du meine Frau. Wir hatten ja 16.04. Hochzeitstag.
Und da war der von der Mexican Bar, hätte mir gesagt, boah, ich habe was Schönes für dich. Ne? Habe ich an dem Dach habe ich sowieso schön Wetter gemacht für meine Frau. Und da haben wir einen schönen Platz bekommen. Haben wir ganz privat gegessen, da. Also wirklich ganz privat, schön mit deutscher, romantischer Musik. Das sehe ich euch jetzt. Schön, so ein PC, ne? Da saß man an dem Ding dran. Da wird dann abends beleuchtet. Bitte, Kellner, jedes Mal hier durch mit uns. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ne? Deswegen haben wir das doch privat gemacht. Da sitzt eh, ist an den Dingen. Da sitzt eh, ganz allein, beleuchtet, schön geschmückt, Kandidat für uns. Eine dich, ganze deutsche Musik, ganze deutsche Liebeslieder gemacht. Richtig schön. Die haben sich gefreut. Dann gesagt, wow. Ja, das machen sie alles, die Glück, ne? Und ja, und dann hat sie hier abends, ne, beim Essen. Ja, Mann, hört. Das Wellenrauschen. Ach, schön, wirklich. Und dann lief ich hier zwischendurch ein paar kleine Krebs hier vorbei. Auch lustig für die Fenster, ne? War schön. Ja, mit dem Ausblick. Wow, der Mond. Oh, Romantikbombe hoch 3 hier. Ja, und da hinten sind ein andere Hotels entlang, ne, ganz ein anderer Schirmschirm, das ist ein bisschen relaxter, ohne Kinder. Hast ja sind bei uns, sind ja die ganzen Rutsche, deswegen sind da auch die meisten Familien mit Kindern am Strand. Das ist schon schön, das ist was. Kotzt mich richtig an, dass ich nach Hause muss und wieder arbeiten. Boah. Aber ja, das will ich auch nicht vernachlässigen, ne, die trennen hier so ja Müll. Es ist wirklich sauber und schön. Schön gepflegt, die Anlage, die kennen sogar noch, also immer, guck mal her, schön, dass hier das alles angeladen ist, ne? Also wirklich, es ist so Kleinigkeiten, die nicht so funktionieren, ne? Aber im Großen und Ganzen, muss ich echt sagen, schön angelegt. Puh, ich will das ein bisschen vermissen, ne? Also ich will das echt vermissen, weil, boah, ist schon, du hörst nichts, du siehst nichts. An einem Pool, wo wir jetzt sind, wo meine Familie ist, das ist immer Musik, ey. Da ist Musik, Animation, kriegst du alles, ey. Ne? Kriegst du Animation. Mach the water polo, the water gym. Ich geh den Bock. So ein bisschen roh lassen. Aber die Frauen ganz nett immer. Und die Kinder tun immer tanzen, wenn da der Club Musik läuft, ey. Der Club tanzt, ey. Dann sie ja mit auf die Bühne dann. Einfach nur geil. So, jetzt zeige ich euch noch mein Restaurant. Wie Frühstücksrestaurant, wo ich jede Morgen war. Richtig, richtig zufrieden war ich da. Ist das geil. Und ich habe 14 da nichts gemacht. Ist das nicht cool? So, noch zum Stopp. So, dann sind wir hier im, in Anführungszeichen, Disco-Raum. Animationsraum für die Bands. Da ist die Bühne. Wir machen die Orwell Zaubershow. Mink Bands waren um 8 Uhr kaputt. In dem Schwimmen. Springen machen und dann waren die fertig, waren die im Bett. Da haben die, ey, machen wir Minidisco mit die Krähe. Auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, da sitzen die Lücke mit der Pens, das sieht jetzt ordentlich aus. Weil hier werden die auch begrüßt, wenn du anküsst. Sagen die 10 Uhr morgens, anderen Tag hier treffen. Erklären die alles, wie es hier so abläuft. Und ja, da kannst du zu trinken bestellen. Klimatisiert, wunderbar, ne? Ja, aber nichts Weltbewegendes. So, jetzt sehe ich euch jetzt meinen Lieblingsplatz im Fino, in einem Frühstücks- und Abendessen-Restaurant. Abends à la carte, kein Buffet und morgens Buffet. Und jetzt soll ich jetzt gerade Pause, wieder durch. So, und das war mein Lieblingsplatz, weil, wenn du hier sitzt, ne, hast du hier einen fantastischen Blick raus auf den Rand. Also wirklich, ne, ich weiß nicht, ob man die Musik im Hintergrund hört. Ist schon schön. Ne? Das war dann jede Morgen, was haben wir mit Frau? Eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir mindestens hier Frühstück. Und dann hat sie, hey, boah, ist das geil, ne? Durchstutzte die Zeche. So, und dann haben wir noch eine riesen Bettenlandschaft, hey, ne? Also manche haben schon echt so schön gemacht, ein bisschen mit Löcher. Und dann hast du der Blick in die Richtung. Aber die Lücke, was machen die? Die nutzen der Pool, also ein bisschen Sand angeladen, hey, ne? Da ist das Stück Wellenbad. So, letzte Dualaufnahme. Das hier ist das Wellenbad. Ne? Da sitzt dann hier der Bademeister, ne? Und dann geht da hingen an der Wand, das ist die Absperrung, könnt ihr ja sehen, ne? Geht da hingen, geht das Wellenbad an, ne?
Und da ist hier alles, also wirklich, da kannst du hier rinlaufen. Das ist dann nachher mit Wasserlüfter rauf. Das sieht richtig schön aus. Ne? Natürlich abends auch nochmal richtig geil beleuchtet. Kannst dich dahin lehren mit den Kindern. Also ist schon geil. Ne? Da hinten die Häuser, das ist schon das andere Hotel. Auch alles geil. Alles geil. Das sind die Gölsche. Ja, ey, Pool an Pool. Da hängen ist die Lobby. Also so ist das hier alles begehbar. Alles rundum. Klasse. So. Das Zimmer war, ist jetzt dunkel. 7255. Garten. Dranhalte. Und rein. Gart. Hier drin stecken. Und hier ist eine Zimmerin. Wunderbar. Nur der lange Flur. Ey, das geht bis dahin hin. Ich mache eine kurze Rundflug mit euch. Ja. Ein Riesenbad. Eine Badewanne, die wir nicht brauchen. Jetzt mal ein Kläger. Ein Dusch separat mit einer Tür. Ein Klo mit allem, was du brauchst. Ich weiß zwar nicht, für was das Telefon ist. Ich schätze, falls es ein Problem ist, wird dir hier alles. Ein Doppelwaschbecken. Das kannst du auch eine Tür abschließen, wenn alle im Badezimmer sind. Kannst du in Ruhe die Chef verrichten. Eine riesen Spiegelwaschbecken. Ablagemöglichkeiten ohne Ende. So, es geht weniger. Am Anfang habe ich gedacht, hey, das ist vermittelig. Der Kleiderschrank, hey. Ne. Wie gesagt, das ist der letzte Tag, wir sind im Oprümen. Das Zimmer wollte ich euch noch sehen. Und schau uns da, jetzt mach ich das Leder an. Ich war nämlich am Anfang verstochen. Hopp, da war das so. Mann, das Leder im Raum. Küsse hier, Nessie da, was ist denn hier los? Überall ein Spiel, hey. Und mit Schlafzimmerbett, das geht denn hier ab, ne? Dem Hobbyraum. Ey, und dann, ich gucke, da kann doch nicht alles sein. Mal hier die Dude-Boards up. Ey, ist das ein begehbarer Kleiderschrank? Richtig geil, ne? Hätte mir gut gefallen. Noch was eine Spiele. Was haben wir noch? Ja, ganz normale Sache. Der Safe, der Osterhase war auch hier. Ist bald leer gegessen. So, das war der Hobbyraum für Mama und Papa. Und das ist das Abtrennmodell von denen. Und da waren die Kinder hier. Das waren zwei Sofas, das sah aus wie Wohnzimmer. Haben wir da zusammengeschoben. Konnten die Pens hier schön heier machen. Ne? Platz ohne Ende. Das muss ich stehen. Ein Riesenzimmer. Richtig geil. Das haben wir nicht genutzt, außer die Terrasse haben wir genutzt, nur um die Schwimmbootze ein bisschen zu drehen. Ansonsten haben wir nichts gemacht. Ne? Das Zimmer wollte ich euch ins Zehe. Und jetzt soll ich noch einmal der Weg entlang gehen. Und das dauert etwa 3 Minuten, bis ich hier angekommen bin. Ein Riesenzimmer. Bis dato das größte Zimmer, weil ich in meiner Hotelgeschichte gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber Silikonfugen sieht man in Ägypten vergebens. Könnt ihr vergessen und irgendwelche Fugen, die aufplatzen hier, ist hier total normal. Das ist halt was ganz anderes. Müde von Abstand nehmen. Was kann man noch sagen? Ja, die Mentalität der Menschen ist anders. Sie sind alle sehr, sehr nett. Hier läuft das ein bisschen anders mit dem Trinkgeld. Das gibt man meistens hier vorher. Ja, gibt man das Trinkgeld. Und dann wissen die Bescheid. Oh, der ist aber nett. Weil die wissen nicht. Also irgendwie, wir haben es über die Jahre jetzt mitbekommen. Ja, es war halt so fuhrst du einfach viel, viel besser. Ne? Hast du vorher 1 Euro oder 2 oder was weiß ich was in der Währung des Landes hast dann hingelegt. Und dann bist du einfach besser gefahren. Ne? Und da haben wir da zum Beispiel im Restaurant, hast da schon mal 1 Euro am Tisch gelegt. Ach, oh, das ist aber nett, ne? Wie gesagt, dann hast du das schon alles hinter dir und ja, bei uns läuft das in Deutschland anders, wirst erstmal dementsprechend bedient, also so kenne ich das, dann kriegst du ein kleines Trinkgeld, ne? Und hier läuft das ein bisschen andersrum, hier ist im Zimmerboy vorher jetzt, das ist halt so, wir sind jetzt 17 Mal in Ägypten und ja, es ist wie es ist, ne? Guten Morgen, hier ist der Peter, euer Stuckateur, er hing an mir, voll der Flowrider. Jetzt ist noch alles durch, in 5 Minuten geht das Ding an, ne? Und dann kriegt da voll das Wasser und dann schwimmst du wie auf einer Welle, ne? Das E2 hat ein bisschen geklappt, jetzt hier wie mit 2. Moment, ne? Also, wenn du da abschmierst, geht das Push voll hingen drauf, oder du bist ein bisschen dicker geworden. Und dann fällst du nur an den Rand.
jetzt ist das Ding an, hey. Und die Fenchel am Spiele wieder kloppt. Wunderschönes Wetter und mir fliehen, hey. So, da hinten ist das Wellebad. Na, da stand ich eben. Hier ist nochmal so liegen im Wasser. Das Wasser kannst du nutzen, da kannst du runter gucken. Dahinter will ich jetzt nicht filmen, die sind alle halb nackig, die Lücken, ne? Muss ja nicht sein. Ne? Also, ihr seht, das sieht einfach nur geil aus. Ne? Und vor allem der Typ im Vordergrund. Ich hoffe, dieses kleine Video, ich weiß es jetzt gar nicht, hat euch gefallen. Und ich bin hier in Hurghada im Grand Water World, so heißt das Hotel. 5 Sterne angepriesen, meine Meinung, 5 Sterne sind es nicht. Wegen dem Essen, da würde ich ein paar Punkte abziehen. Die Anlage sind sie am Renovieren, wie gesagt, Corona-Jahre, kennen wir in Deutschland auch, hatten viele Schwierigkeiten und das sind andere Länder hier in Afrika, Ägypten und dann die auch mitzukämpfen. Ne? Aber ansonsten, die Leute, die Angestellten machen das mit einem Lächeln, die sind so nett und freundlich, da machen die das wieder richtig gut. Also sie sind wirklich, die freuen sich hier über Trinkgeld, das nennt sich Hebakshish, ne, Shizad, und das ist wirklich geil. Wir haben die Kellner kennengelernt am Pool, am Strand. Also die wussten nachher, der Peter kritzt die Bier, wenn das ein bisschen, wenn da so viel drin ist, holen wir dem neu. Das bringst du denn alles bei, muss nur mit denen sprechen. Auch mit Händen und Füßen, geht hier alles. Ne? Und ja, das war mit meinem Urlaub. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder auf der Arbeit.